Moin Leute und herzlich willkommen zur 7. Folge Pokémon Legenden Arceus, Arceus, Arceus oder wie ihr es auch nennen wollt. Und in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Ja, es ist ziemlich lange her, dass ich dieses Spiel mal gespielt habe. Ja. Ja, lass mal dein Pokédex sehen. Gucken wir uns nochmal so an. Die Hauptaufgabe des Forschungstrupps besteht in der Erforschung der hiesigen Pokémon. Es liegt an dir, weitere Pokémon zu fangen und den Pokédex zu vervollständigen. Okay. So, was ist denn jetzt unser Auftrag? Nebenmission, nein, nein, was ist die Missionsliste? So, was sind gerade unsere aktuelle Mission? Der König des Waldes ist in Rage. Axanthor, der König des Waldes, scheint von einem seltsamen Blitz getroffen und durch in Rage verfallen zu sein. Finde einen Weg, es zu besänftigen. Ziel: Triff dich auf dem Baumriesenkampffeld mit Topin, um mehr über Axanthor herauszufinden. okay. Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder zu voll ist? Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll dein Schaden nicht sein. Was habe ich da hinten eigentlich noch für eine Mission? Ja, reden wir erstmal mit dem hier. Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deine Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Kunst der Aufbewahrung erlernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Unterrichte mich. Deine Einstellung gefällt mir. Die Unterweisung kostet 100 Pokédollar. Bist du damit einverstanden? Okay. Eine kluge Entscheidung. Dann schenk mir kurz deine Aufmerksamkeit. Du kannst jetzt ein Item Art mehr in deiner Tasche verstauen. Für einen Honey? Das geht ja klar. Siehst du, kaum hast du den Dreh mit der neuen Aufbewahrungstechnik schon raus. Und passen viel mehr Items hinein. Wenn du mehr Sachen in deiner Tasche verstauen möchtest, kennst du dich in der nächsten Stufe der Kunst der Aufbewahrung unterweisen. Was sagst du? Mach ich wahrscheinlich offline oder so, dass ich mir die Tasche mal größer mache. Ach, hier hinten habe ich auch noch eine Mission oder sowas. Es sind Nebenmissionen verfügbar. Welche möchtest du nein, gerade keine. So. Jetzt verlassen wir mal dieses Haus und machen mal unsere Mission und suchen das gute Axanthor oder wie das heißt. Ja. Ich auch mal wieder in die Steuerung hier reinfinden. Ah. Was ist mit dir? Saul? Oder Saul? Wenn mir ein Pokémon zu nahe kommt, werfe ich einfach eine Sinelbeere hin und verdufte während des Ablenken. Was? Hä? Du machst doch beim Forschungstrupp mit, oder? Ich wollte nämlich bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzstein zu sammeln. Allerdings habe ich nicht genug Sinelbeeren für solche Unterfangen. Kannst du dich mit Sinelbeeren aus? Pokémon kommen wieder etwas zu Kräften, wenn sie blablabla fressen. Deswegen lassen sie sich auch davon ablenken, wenn man ihnen eine hinwirft. Sprich, man braucht einen ordentlichen Vorrat an Sinelbeeren. Wilde Pokémon können gehen. Das bringt mich zu dir. Könntest du mir vielleicht beim Sammeln der Beeren behilflich sein?
Ich denke, 5 Stück sollten genügen. Ja, habe ich so viele noch? Kann ich ihm ja was geben. Mal sehen, was der. Ja, ich habe noch 9. Mal sehen, was ich dafür bekomme. Die hast du zusammengeklappt oder willst du. Danke dir. Für jemanden, der vom Himmel gefallen ist, bist du echt total nett. Dann verstaut die Bären mal in meiner Tasche. Deine Mühe soll nicht umsonst gewesen sein. Ich werde mir bei der Suche von Glanzsteinen ganz viel Mühe geben. Krieg ich nichts dafür? Oh, 3 Beleber. Wenigstens etwas. Ah, der Typ ist jetzt auch weg. Na, wie ist das, wie ist das Wertebefinden? Konntest du meine geheime Kunst des Überraschungsmanövers schon meistern? Nun, so oder so habe ich hier ein paar Supertränke für dich. Wie genau sah aus? Die Arbeit der Forschungsgruppe sorgt im Endeffekt ja dafür, dass meine Geschäfte besser laufen. Insofern ist eine Investition in dich auch gleichzeitig eine Investition in mich. Ja, Mashallah, danke für die Supertränke. Nehme ich dankend an. Gut, damit verabschiede ich mich. Die Ruinen der Region rufen meinen Namen. Und ja. Gehen hier hin. So. So. Da bis nach da ganz hinten müssen wir latschen. Okay. Haben wir denn alles so dabei für Pokémon? Armelin hätten wir noch, das noch trainiert werden müsste. Alter, der Sprung war aber nice. Ah, ganz vergessen, dass sie dadurch aufsteigen. Wisst ich. Die Musik hier ist ganz interessant gerade. Bestimmt wegen dem Shinux. Aber du hast Angst, okay? Und Bammelin Levelaufstieg, nice. Können wir hier direkt mal ein paar Ressourcen so mitnehmen. Aprikoko. Haben wir einen Kleinstein eigentlich schon gefangen? Weiß ich nicht, ob wir Kleinstein schon haben. Mal schauen. Steht das hier irgendwo? Ah, nice. Und nochmal ein Levelaufstieg. Bin mir sicher, ob wir Kleinstein schon hatten, aber jetzt haben wir es. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? Aber das ist nur so ein. Aber warum wackelt das so? Ist denn Dings da? Ein Pokémon da drunter? Ah, ein Kleinstein. Ja, Kleinstein kämpft gegen Kleinstein. Mach das mal. Was ist das hier für ein Stein? Alter, hat dieses scheiß Kleinstein mich erschreckt gerade.
Ja. Hätte ich auch einfach hier hinreisen können? Weiß ich gar nicht. Ja, mal Kleinstein hier schon mal ab. Ja, für einen Kleinstein 118. Muss man sich hier ausruhen, um aufzuhalten, aber. Oder irgendwie, um das sich hier zu speichern, dass man hier hinkommen kann. Können ja den ganzen Bums mal hier hin verschieben. Bären. Auch mal weg. Alles mal hier einfach mal rein, was wir gerade nicht so gebrauchen können. Nur dann könnte man gebrauchen. Dieser rätselhafte Sand erhöht Leistungslevel. Er kann bei Pokémon mit einem Leistungslevel von 0 bis 2 verwendet werden. Okay. So, das kommt auch nochmal weg hier. Das. Muss ich das nicht alles mit mir rumtragen? Leber und die Tränke nehme ich aber mit. Ich höre immer noch weitere Kleinsteins. Na moin, Staralili. Ist nach da ganz hinten, muss ich, okay. Wie komme ich hier am besten runter? Irgendwo so ein Weg. Darüber. Das, wenn ich mich hier so lang tümpel. Irgendwie so nach unten springen mäßig. Oh, war ein bisschen hoch, aber. Ja. Ich weiß nicht, konnte man eigentlich schon. Konnte ich eigentlich schon auf Dings reiten? Wie heißt der? Damiertier. Mal, habe ich Paras? Ein Paras schon? Weiß es nicht, ob ich Paras schon habe. What the fuck, was macht der? Geht das nicht? Ich habe hier unnötig Pokébälle verschwendet. Aber irgendwie konnte ich den und so aus nicht fangen. Im ersten Ball hat es ja geklappt. Aber im zweiten dann irgendwie nicht. Oh, okay, Paras ist neu. Paras hatten wir noch nicht. Ich muss mal schauen. Irgendwas habe ich hier gerade gehört. Ist noch ein Paras? Ja, was ist hier los? Verpiss dich, Paras. Alter, blöd ist ja schnell. The fuck? Das hier? Den habe ich aber ein. Alter. Verpiss dich. Cool. Verlorenes Item. Oh, okay. Dings ist hier. Staravia. What the hell, Level fucking 15. Okay. Bautz, da musst du ran.
What the fuck, der fickt ja Bouts auch komplett. Alter, wie soll das dann gegen Axanktor werden? Okay, Staravia haben wir. Die können wir doch auch gleich mitnehmen, oder? Weiß nicht. Oh, was fliegt da oben? Ist das ein Wasersnob? Oder ist das ein... das ist, wie heißt die Entwicklung? Staraptor? Aus dem Staraptor oder Phasersnob? Ich weiß es nicht. Komm hier nicht rüber. Shit. Warte mal. Ah, hier wegen dem verlorenen Item, okay. Okay. Wie kommen wir jetzt darüber? Okay, da unten am Strand wahrscheinlich. Sonst, ja, nur schwimmen. Dann müssen wir da unten zum Strand. Aber... ach, könnten wir jetzt eigentlich schon auf dem scheiß Pokémon da reiten? Bin mir total unsicher, weil sonst können wir uns ziemlich schneller fortbewegen. Muss das kurz nachschauen. So, ich habe nachgeschaut, das schaltet man aber noch frei anscheinend. So, ich bin einfach dumm, wer weiß. Ich habe jetzt nicht so lange geschaut, ich habe jetzt nur so eben kurz mal auf YouTube geschaut. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Oh, Bibiza. Ich glaube, Bibiza haben wir schon, aber ich nehme es mal mit. Aber Bidifass haben wir safe noch nicht, oder? Okay, Bibiza ist wieder ausgebrochen. Weiß nicht. Kann auch sein, dass wir Bibiza noch nicht hatten. Bin ich fast verpiss dich. Bruder! Ah, fuck, Level 17. Und Bouts ist besiegt. Kritisch. Kommt eben mal Elite. Pokémon. Okay, zieht nicht so krass viel ab, aber wir bekommen die KP zurück. Pokéball. Komm. Mashallah. Ja, okay. Bidifass hatten wir noch nicht. Was hier, wenn wir eigentlich ins Wasser gehen, dann trinken wir doch, oder? Ja, wir können ja nicht so schwimmen. Wir können ja nur mit Pokémon schwimmen. Fucking Elite Bidifass. Fuck. Wie kam ich? Falsch. Kam ich nochmal zu den scheiß Pokémon? Ich die heilen, deswegen. Fucking Bidifass kommt auch gerade. Bin ich so lost? Also, warte mal. Ich war auf dem falschen Ding. Uiuiui. Ich musste Bouts einmal. Fuck, ich muss ihn wiederbeleben. Einmal baut den Trank und auf Zipais. Oder Zipaisee. Elite Bidifass.
Ich level 16, shit. Eissturm. Hat der mich gerade auch getroffen? Ich war in dem Moment hinter Bautz und bin dann einfach umgekippt gerade. Hier Elite-Pokémon gegen Elite-Pokémon. Absorber zieht nicht so viel. Eieiei. Ja, okay, shit. Zweitstärksten Pokémon sind besiegt. Staralili. Okay, ja, shit ist auch weg. Aber jetzt versuchen wir dich gleich mal zu fangen. Einmal mal kurz Zuber rein. Ah, shit, es bricht aus. Walzer. Super weg. Eieiei, scheiße. Ah, wir müssen es unbedingt fangen. Komm, bleib drin, bitte, 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 bitte. Ah, shit. Das scheint uns auch weg. Ne, 1 KP. 1 KP. Ein Versuch haben wir noch. Komm. Ey, fick dich doch, Junge. Ja gut. Bidifas. Shit. Enter uns hinterher. So, okay, dann können wir hier mal weiter. Die Blauen nehmen wir mal mit. Oh, Anton! Ein Anton! Es schläft sogar. Wenn der nicht drin bleibt, dann weiß ich auch nicht. Anton, nice. Anton ist ein ziemlich nices Pokémon, finde ich. Anton zwar auch, aber Anton ist auch nice. Auch wenn wir sehr viele Wasser-Pokémon haben. Finde ich trotzdem, ist es ein sehr, sehr schönes, cooles Wasser-Pokémon. Okay. Oh. Ist das das Zubat? Warte mal, haben wir Aspiro schon? Ah, moin, Anton. Kann ich selber eigentlich an den Baum wackeln? Ich glaube, das ist ein Pokémon sogar drin. Hinten habe ich noch, glaube ich, ein Dings gesehen. Ja, hier. Was ist das hier? Honig. Ah, ja, ist das ein Schalocco? Bruder, Anton, was machst du? Keine Pokébälle mehr. Alter, okay, war. Fuck. Der Tür ist wahrscheinlich zwar noch eins hin, aber ich habe noch ein paar Bälle.
Als ob der jetzt nicht getroffen hat. Okay, ich kann den nicht treffen. Anscheinend kann ich ihn nicht. Keine Ahnung, warum es beim ersten Mal ging und jetzt nicht mehr. Anton, du lässt mich doch in Ruhe, oder? Ehrenmann. Willst du mitkommen? Komm, du bist ein Ehrenmann, dich fange ich. Das Anton nehme ich dann sogar mit, wahrscheinlich. Weil das war ein Ehrenmann. Schweres Exemplar war das. Jetzt habe ich auch keine Pokebälle mehr. Kann ich mich hier irgendwie heilen oder so? Heilst du mich? Ich bin Tobin, Mitglied des Pearl-Clans und Wächter von Axanctor. Oh, ich weiß schon. Du bist hier, um ein Audienz bei Axanctor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das. Ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohne Heilen schon überwältigend mächtige Axanctor jetzt schon überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Ja, es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Na komm schon. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanctor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axanctor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Ah, dabei tue ich das doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf sie mit Geschleim, Viscora. Warte mal, ich habe doch keine Pokémon, wie soll ich jetzt kämpfen? Ich habe nur Bautz, okay. Okay, fuck. Aber es lebt. Mal 100. 16, ja, nee. Cora ist schon Level 15. Sheesh. Okay, es pusht sich nur. Okay, es greift nicht direkt an. Doch, lol. The fuck. Windstoß. Hätte auch Ruheort einsetzen können. Ah, ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Ja. Fuck. Ja, okay, das war dumm. Sind die jetzt alle wieder am... Oh, lol. Ja, moin. Ja, jetzt hast du richtig gebumst. So, das eben war nur zum Warmmachen. Jetzt folgt der richtige Kampf. Was? Tempotechnik? Okay. Krafttechnik? What the fuck ist jetzt los? Eben für ihn steigt ja auch jetzt der richtige Kampf gefühlt. Ja. Yeah. Aber gegen mein Zepais kannst du halt nichts machen, weil es ein Elite-Pokémon ist. Aero-Ass. Und down. Oh, nice. Über Levelaufstieg. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanctor lassen kann. Es würde dich im Nullkomma nichts zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer,
Wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen an als Opfergaben darbringt. Aber momentan komme nicht einmal ich, also sein teurer Wächter, nahe genug an Alexandor heran, um sie ihm zu geben. Eine Außenseiterin wie du hätte es erst recht keine Chance. Es heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewährte dem Vorfahren von Axanthor, der Damietir und ihrergleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützten sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Pearl-Clan heute nicht in Hisui leben. Perla? Xantor ist also noch stärker geworden. Dann ist es ja eine regelrechte Bedrohung, was denn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamant-Clan verehrt. Mit dem Pearl-Clan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände einer Außenseiterin legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamant-Clan und der Galactic-Expedition kommen. Fremde aus dem Himmel. Bist du dir sicher, dass die Galactic-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Ja, das kriegen wir hin. Na schön, Turpin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämmen jedoch einzelne Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Okay. Wer ruft denn jetzt noch an? Durch die mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zum Basislager zurückkehren. Was musst du drücken? X? Nee. Komme ich denn zum Basislager automatisch? Bin ich denn eigentlich gerade? Sehe ich das hier irgendwo auf der Karte? Ja, aber an der Stelle würde ich jetzt erstmal sagen, war es das mit der Folge? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.